Servus und hallo, ich habe eine neue Maschine und zwar von der Firma Wagner und zwar die SF23 Pro. Das ist eine Maschine, mit der man sehr gut Innendispersion spritzen kann, vor allem ist eine Membranpumpe. Genau, und jetzt wollen wir mal ans Auspacken gehen. So. Schon ganz gespannt, wie sie aussieht. Ich habe sie noch nie live gesehen. Bisher nur auf Bildern. Deswegen bin ich jetzt auch schon ganz gespannt. So, das ist einmal der 15 Meter Schlauch in DN6. Dann haben wir noch hier Bedienungsanleitungen. Genau, die ganze Bedienungsanleitung. Was haben wir hier drin? Ah, hier ist die Pistole drin. Ich weiß nicht, wie gut man sie sieht. Das ist eine Vector Pro Pistole von Wagner. So. Und hier drin ist dann auch schon die Maschine. Die hole ich jetzt mal heraus. Jetzt haben wir sie. Das. Okay. Und wieder zurück. So, also, was haben wir hier denn noch alles? Einmal ist noch so ein Täschchen dabei mit Werkzeug. Und zwar mit den passenden Schlüsseln, um zum Beispiel einen Schlauch zu montieren oder den Schlauch an eine Pistole anzuschließen. Das hier ist der Ansaugstutzen. Der ist hier noch schön verpackt. So, einmal. Und dann die andere Seite. Mal schauen, ob wir das so abkriegen. Ja, so. Und diese Seite hier wird an der Maschine montiert. Und hier ist dann quasi der Ansaugstutzen, den man dann ins Material Gefäß machen kann und das ist quasi dann der Rücklaufschlauch. So, super. Was haben wir hier noch? Das ist eine Kappe, von der ich noch nicht weiß, für was sie ist. Das werde ich noch rausfinden. Und was haben wir hier? Auch noch eine Führung, für die ich auch noch nicht weiß, wohin sie gehört. Das werde ich mir in der Anleitung ganz genau anschauen. So, jetzt geht's weiter. Jetzt werde ich mal die ganzen Anbauteile an die Maschine montieren. Zunächst einmal möchte ich euch aber ein bisschen was zu der Maschine erzählen. Und zwar, wo hier zum Beispiel was hinkommt. Also hier oben kommt der Ansaugstutzen drauf, also der hier. Oder ein Oberbehälter, wenn man zum Beispiel mit Lacken oder mit kleinen Mengen arbeiten will. Ich habe jetzt den Ansaugstutzen, der original dabei war, den werde ich gleich draufschrauben. Hier kommt der Rücklaufschlauch drauf, also dieser dünnere von den zweien. Und hier kommt gleich der Schlauch drauf und auf den Schlauch dann die Pistole. So, das sind so die drei Ausgänge von der Maschine ungefähr. Hier hinten kommt gleich noch dieser Behälter drauf, damit man dann später quasi auch den Ansaugstutzen hinhängen kann. Ja, genau. So, also die Maschine ist eine Membranpumpe, vielleicht auch das noch wichtig, und kann bis zu 2,6 Liter fördern, ist für Dispersion und Lacke geeignet. Genau, so. Und jetzt lege ich mal los. Mit dem mitgelieferten Schlüsselsatz kann man das Ganze auch befestigen. Hier ist auch praktischerweise am Ansaugstutzen auch gleich was dran geschweißt, wo man dann den Rücklaufschlauch noch dran machen kann. Das ist mega praktisch, weil sonst hat man die zwei Sachen unabhängig voneinander rumfliegen. So, den hängen wir jetzt hier drauf.
Ich drehe immer gerne eine Umdrehung zurück, um auch richtig auf dem Gewinde zu sein. Und dann kann ich das festdrehen. Das ist ganz wichtig, dass man das Gewinde nicht kaputt macht zum Beispiel. Also nicht nur hier, sondern auch bei anderen Gewinden, wenn man was festschraubt. So, bis hierhin geht es gut von Hand. Und jetzt hier den mitgelieferten Schlüssel. Und der passt auch gleich. Und dann kann ich das Ganze ja, satt anziehen. Und nicht vergessen, nach fest kommt ab. So, der ist fest hier. Und jetzt noch den Rücklaufschlauch. Jetzt kann ich mir den auch hier reinhängen. Ja, wieder einmal zurück und dann kann man es draufschrauben. So, das wird hier einer von diesen Schlüsseln passen. Der hier. So. So, auch fest. So, und jetzt. Gucken wir hier zur Seite. Hoppala. Jetzt können wir das klar, das müssen wir jetzt hier hinten rein machen können. So, dann ist das nämlich auch verstaut. Übrigens kann man das hier einklappen. Das war ja auch ganz für den Transport ganz toll, dass man das hier zurückklappen kann. Wenn man dann wieder hier einrastet, fallen diese Hülse runter und es ist fest. So. Jetzt hänge ich mir das wieder hier rein. So, jetzt wollen wir den Schlauch anhängen. So, das geht folgendermaßen. Machen wir uns hier erstmal diese Kappe weg. So. Können wir es mit dem mitgelieferten Schlüssel festziehen. So, ist auch fest. Und jetzt können wir das mal das Stromkabel hier weg. Kabel auch hier grundsätzlich relativ gut wahrscheinlich hier aufwickeln oder hier wegmachen. Das ist hier nämlich so eine Halterung für den Schlauch. Und drehen wir uns den Schlauch mal hin. So, jetzt hängt er hier auch schön. Immer aufpassen beim Airless-Schlauch nicht knicken. Ja? Also das ist ganz wichtig, auch eine sicherheitsrelevante Sache, weil hier sind bis zu 220 Bar drauf und dann will niemand, dass hier so ein Schlauch auch mal platzt. Deswegen muss immer prüfen, ob der Schlauch in Ordnung ist und gegebenenfalls natürlich dann ersetzen, wenn er irgendwann nicht mehr in Ordnung ist. So. Jetzt nehmen wir uns hier dieses andere Schlauchende und montieren die Pistole. Das ist eine Vector Pro Pistole von Wagner. Hat hier eine ganz tolle Funktion auch, finde ich. Es hat hier eine Arretierung. Heißt, wenn ich das arretiere, so spritze ich. Und so kann ich es dann arretieren und habe es dann fest und kann mir nicht aus Versehen die Pistole losgehen. So. Jetzt kann man das hier festdrehen und dann braucht man gleich zwei Schlüssel. Einmal hier ein Schlüssel und einmal hier ein Schlüssel. Dann können wir das Ganze ordentlich festdrehen. Auch hier wieder die Devise, nach fest kommt ab. So, ist das auch fest. So, ja. Hier drauf kommt dann noch der Düsenhalter drauf und dann die Düse mitgeliefert wird, eine 519er Düse. Die eignet sich grundsätzlich sehr oft für Dispersion. Also ich nehme für Innendispersion meistens eine 517er oder
519er Düse, 500 ist der Winkel und 17 ist die Bohrung, also 0,017 Inch. So, und jetzt können wir hier ganz praktisch die Pistole hinhängen. Hier ist so sowas wie so ein Haken. Ja, das war der Aufbau der Maschine. Vielleicht noch als Info, hier dreht man den Druck sich auf und zu wieder. Und auf der anderen Seite der Maschine gibt es auch noch was Interessantes zu sehen. Und zwar hier ist das Manometer. Und hier stellt man ein quasi entweder die Sprüh- oder die Spülfunktion. Und entweder sprühen oder pumpen. Und hier ist Manometer. Hier sieht man dann quasi den Druck drauf, der gerade anliegt. Genau, so. Das war's zum Unboxing und zum Aufbau und Ersteinrichtung der Maschine. Und ja, ich freue mich schon drauf, mit der Maschine zu arbeiten.